Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute haben wir den 3. Dezember und wie besprochen habe ich für euch meine Video. Und zwar heute habe ich ein kleines Rossmann-Haul. Ja, ich habe online geshoppt bei der Black Friday Wochenende und ich habe ein paar Schnäppchen gemacht. Und am Anschluss dann bekommt ihr zu sehen, was ihr dann von mir heute bekommt. Alle Infos stehen unten in der Infobox und ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. So, voilà. Mein Fuß ist eingeschlafen. Heute andere hier Hintergrund. Wir haben ja die Adventskalender, die Schoko-Adventskalender. Einmal von mir, von C&A. Einmal Pets und LOL von den Kindern. Haben wir die Schokodings und die anderen stehen bei den Weihnachtsbaum. Aber das Weihnachtsbaum bekommt ihr von mir am 6. Das ist Nikolaus. Und da verlose ich auch was Spezielles, weil es Nikolaus ist. Und ja, jetzt zu meiner Rossmann-Bestellung. Habe ich zum ersten Mal online gemacht. Und ja, mal schauen, was drin ist. Ich weiß schon, aber ihr noch nicht. Heute habe ich nicht so viel Schminke, obwohl ich mich morgen geschminkt habe, aber ich war ja unterwegs mit meiner Schwägerin und die Bruna, weil sie heute einen Termin hatte. Sie kommt ja nächstes Jahr im Kindergarten, genau, zur Schule und sie hat einen Gesundheitstermin wegen, ja, ob zu sehen, ob alles in Ordnung ist und ja. Deshalb waren wir in der Stadt und heute, ja, haben wir da ein bisschen geschaut und so hier und da und ja. So, ich habe mir zwei Sachen bestellt und eine gratis bekommen. Und ja, ich zeige euch jetzt, was ich mir bestellt habe. Ich freue mich. Die ist sehr schön. bei dem Online-Shop von Rossmann, ihr seht mich nicht so. Bei Rossmann gab es von letzte Woche, wo Black Friday war, das war die ganze Woche von Montag bis Freitag. Gab es jeden Tag verschiedene Prozent auf die Artikel, Markenartikel und alles. Und alles. Und ich habe mir von Luvia was bestellt. Und ich habe mir Mini-Make-up Blending-Sponges. Make-up, diese Make-up-Eier habe ich dachte, die wären ein bisschen größer. Aber naja, für Concealer auftragen sind die ganz gut. Ja. Die haben normal 8,99 Euro, 8,95 Euro, aber da gab es 40% auf Luvia. Und das, was ich mir schon so lange kaufen wollte, aber naja, ist immer ein bisschen teurer und man darf nicht immer alles kaufen. Wäre ich reich, dann würde ich viel mehr kaufen, ist normal, ne? Spaß beiseite. Ich habe mir die schöne Matt Mosaik Palette gegönnt, mein Weihnachtsgeschenk. Ja, die sieht so schön aus. Oh mein Gott. Und ich habe mir was und ich habe was gratis bekommen bei meiner Bestellung. Und jetzt machen wir gemeinsam auf. Oh Mann, ich freue mich. Ich hatte noch nie so was Schönes. Wow, die ist ja riesig. Mann, hier alles extra verpackt. Oh mein Gott, ist die schön. No. Normal kostet die Palette 24,99 oder 95. Und jetzt gab es und da gab es 40%. Ich habe für die zwei Artikel 20 Euro bezahlt und abgeholt im Filiale. Das heißt auch ohne Versand und 20 Euro für die beiden. Normal wären die 24 und die 8,95 Euro. Über 30 Euro und ich habe bloß 20 für beide bezahlt und dazu noch ein Geschenk bekommen. Und jetzt machen wir das gute Stück auf. Hier soll man auch aufmachen. Oh, ich finde es schade. Hier steht Open hier, aber hier kann man die auch aufmachen. Ich blöre. Ich bin, ach Mensch, ich bin aufgeregt. Nee, das ist schon die Palette. Augenblick bitte. Ich bin so. Ich hatte noch nie so was Teures. Nicht, die kostet normal 24, wie gesagt, und die hat bestimmt 16 Euro plus gekostet. Ja, bestimmt. Ich muss die kaputt machen.
mein Gott, wie schön sieht das bitte aus. Ich muss hier noch. Das ist echt schön. Ja. Wow, schaut mal. Ich krieg das gar nicht auf. Ich habe Angst, die kaputt zu machen. Schön. Die ist ja riesig. Mein Gott. Ich dachte, die wäre viel kleiner. Nee, schaut mal, wie süß. Noch extra verpackt von Lovia. Die haben aber hochwertiges. Das sieht so hochwertig aus. Ja. Sehr schön. Ich habe mir andere Paletten gesehen von Zoella. Die kostet auch um die 20 Euro. Aber die hat mir die... Die ist auch sehr beliebt und so. Und ja, schaut mal. Da waren andere, aber die Farbe hat mir mehr angesprochen. Aber noch der Verpackung kann man ja die Palette sogar mit hier mit Magnet alles. Sehr hochwertig. Sehr schön. Da. Und jetzt die schöne Palette. Ich freue mich. Wow, sogar mit Spiegelchen und einer Folie. Und so sehen die Farben aus. Ich habe mir überlegt, welche ich nehme, aber da ich immer sehr, ich mag gerne bunt, obwohl manchmal auch nur zur Sammlung, aber weil ich mich, ich finde die zu schade, um zu benutzen. Ich habe schon ein paar Paletten, aber manchmal finde ich zu schade, um zu benutzen und dann ist es so wie eine Sammlung eben. Aber schaut mal, die sind sehr schön, aber ich swatch euch die nicht, weil ich andere habe und ich möchte die nicht gleich kaputt machen. Aber die sind so schön, die Farben. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück sind drin. Rosa und blaue und grüne und Pastellfarben, alles. Vielleicht schminke ich einen Look, aber ich weiß nicht. Ihr wisst, ich kann nicht so gut schminken und ja. Ich habe versucht schon bei mir in der Badezimmer zu machen, aber irgendwie gefällt es mir nie, wenn ich was schminke. Und ja, ich finde es Blödsinn, sowas zu drehen und dann gefällt es mir nicht. So, das ist die schöne Palette. Und ja, ja, mein Lieben, das war's dann. Da kommt noch hier mein extra, so viel Verpackung und nichts drin. Mein extra Geschenk, hier alles drin. Alles so viel Verpackung, so viel Müll und dann ja, so umweltschonend, nicht so. Und jetzt habe ich noch, und ich habe einen veganen Lipstick made in Italien. Oh, ich wusste nicht, dass Lovia aus Italien kommt. L250C heißt die Farbe. Und so sieht das aus, das ist bestimmt schöne Farbe. Oh mein Gott, sieht die toll aus. Jetzt habe ich Lippenstift und Palette und ich freue mich von Lovia. Zum ersten Mal was Hochwertiges. Spaß. Ja, so sieht die Farbe. Sehr schön, wie ich finde. Passt auch hier zu Herbst und so. Und ja, ich kann die auch mal swatchen für euch. Sehr cremig und schaut mal. Riecht so... nach Vanille. Da riecht nach Vanille. Ja. Riecht echt gut. Und sehr leichte Verpackung. Und ja. Und das war's dann von mir. Meine Mini-Haul von Rossmann. Aber es hat sich gelohnt. 20 Euro für die drei Sachen. Und jetzt habe ich für euch eine kleine Verlosung, wie versprochen. Und heute bekommt ihr von mir zwei Sachen wieder. Jeden Tag zwei Sachen. Einmal von Action, die Foodmaske mit Avocado, mit Vitamin E und Chiabutter für die Füße. Muss man auch pflegen hier im Winter und so. Und alleine diese, die hatte ich bei meiner ersten Goodie-Box und der kostet alleine die Lippenmaske 9,95 Euro. Und ja, und ich hoffe, ihr freut euch drauf, dass ich sowas verlose von Mikura. Und ja, heute ist diese Verlosung dran und viel Glück wünsche ich euch allen. Ja, und jetzt sage ich Tschüss und wir sehen uns morgen. Tschüss.